haben wieder bei Shisha TV, wieder mit mir Dominik. Und heute stelle ich euch zwei, drei Dinge vor. Einmal den Adalia Love 66 und die Tommy Kokocha Kohlen. Ich habe mir mal wieder andere Kohlen gekauft und ja, da dachte ich mal, nehme ich mal die. Außerdem sage ich kurz was zu dem Edelstahl-Diffusor und zu dem Edelstahl-Schlauchhalter von Shisha. Aber ganz kurz fange ich was mit sowas anderem an. Gerade drehe ich ja dieses Video und nebenbei läuft die Webcam auf YouNow. Das werde ich jetzt öfters machen, wenn ich zu Hause drehe, sage ich mal. Sprich, ihr könnt dann quasi live dabei sein, wo ich dieses Video eben dann auch drehe, sage ich mal. Ja. Und das kann ja immer mal wieder sein, man schneidet ja die Videos und alles. Dann könnt ihr quasi live alle Outtakes schon mitverfolgen. Ist eine ganz lustige Sache. Ich bin jetzt auf YouNow ein bisschen mehr aktiv. Und dort könnt ihr auch immer mal wieder reinschauen, wenn ich gerade online bin. Könnt ihr gerne Fragen stellen, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, mich was fragen wollt. Ich beantworte eigentlich alles zum Thema Shisha, also ihr dürft mich gerne mal was fragen. So, nehme ich erstmal einen Zug. Also, kommen wir erstmal zu den Kleinigkeiten. Zu dem Diffusor und zu dem Shisha-Schlauchhalter. Das Ganze wurde mir vom Mutlu zugeschickt, vom Relax Shop KK. Vielen Dank dafür. Der Schlauchhalter ist einfach wirklich robust. Es ist kein Aluminium, wo man einfach mal schnell verbiegen könnte oder so. Das ist wirklich robust und das Ganze funktioniert mit allen handelsüblichen Mundstücken. Wichtig ist allerdings nur, der Durchmesser von diesem ganzen Schlauchhalter ist eben begrenzt. Sprich, wenn ihr jetzt zu breite Mundstücke habt, funktioniert es leider nicht. Aber mit dem mitgelieferten Mundstück von der Shisha, Primus Shisha beispielsweise, funktioniert es eh super. Oder mit so Glasmundstücken, die so lang sind, könnt ihr die reinmachen und eben auch einfach dann drauflegen. Also sehr simpel eigentlich. Das Ganze zeige ich euch auch nochmal hier irgendwo eingeblendet in einem Bild, dass ihr es besser sehen könnt. Außerdem wurde mir auch dieses dieser Edelstahl-Diffusor mitgeschickt. Finde ich sehr cool auf jeden Fall. Man hat was Festes in der Hand. Es gibt meistens ja diese von KS oder von anderen Herstellern, diese Silikon- oder auch Plastik-Diffusor. Halte ich nicht allzu viel von. Hier hat man wirklich, das kann man auch einfach mal in die Spülmaschine reintun und. Eigentlich ganz simpel. Ich habe es jetzt gerade nicht dran, ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Und jetzt im Nachhinein, ich muss ehrlich sagen, ich rauche eh lieber mit, ohne Diffusor. Aber für einen DVD-Abend oder so ist es wirklich praktisch. Warum? Für die Leute, die es jetzt nicht wissen, was ein Diffusor ist. Ein Diffusor hat jetzt hier mehrere Löcher. Ja. Und nicht ein großes unten. Ja? Somit habt ihr nicht so große Luftblasen, die rauskommen, sondern kleinere. Dadurch wird das Blubbern automatisch kleiner, also kleiner, leiser. Ja? Und deswegen für einen DVD-Abend oder sonst wie, wenn ihr ruhig Shisha rauchen wollt, sage ich mal, dann ist es sehr praktisch. Mein heutiges Setup ist die Shisha Primus mit einem Batscha Heckkopf und drei Tom Kokocha goldenen Kohlen. Dann habe ich mir mal ein neues Glasmundstück gegönnt von Cäsar. Ist sehr robust, also kann man ruhig mal aufdotzen lassen, passiert nichts. Dann mal wieder einen neuen Silikonschlauch, also mal ein bisschen wieder was eingekauft. Ja, kommen wir gerade mal zu den Kohlen erstmal. Die Tom Kokocha haben ein cooles Design, weil sie ja die goldenen Kohlen sind, diese Premium-Kohlen. Haben sie eben auch so eine Glanzbeschichtung, dass es so aussieht, als ob es golden wäre. Das Ganze wird dann so mitgeliefert. So. Auch die Plastiktüte, sage ich mal, drumherum ist bedruckt. Aber das Ganze ist ja relativ egal, sage ich mal, weil es geht sich ja um die Kohlen und nicht um das Design. Aber natürlich, das Auge ist auch immer mit am Start und somit ist es ganz praktisch. So. Was ich auch hier gut finde, was mittlerweile die meisten Kohlenhersteller gut machen, muss ich echt die Hersteller mal loben. Das Ganze ist nicht mehr so, dass man jetzt hier, wenn man hier ein bisschen rumschüttelt,
dass man jetzt hier alles voller Kohlestaub hat. Nein, es ist eine Tüte, die dicht ist, sage ich mal. Somit tut man sich auch nicht zersauen. Die Kohlen sind in einem meistens guten gepressten Zustand, in einer schönen Würfelform. Ich hatte jetzt auch schon eine Box, glaube ich, jetzt fast schon ein Kilo weg. Ich habe mir zwei Boxen geholt. Manche sind doch leicht deformiert. Kommt manchmal vor. Da sage ich ganz ehrlich, für eine Marke, die, also Tom Kokoschka macht ja verschiedene Reihen von Kohlen. Und gerade bei den goldenen Premium-Kohlen sollte das halt irgendwie nicht vorkommen. Dass man halt da in Zukunft vielleicht ein bisschen besser aussortiert vorher. Ja? Das ist nämlich nicht ganz so schön, finde ich. Ansonsten haben wir hier also zwei glatte Seiten und alle anderen Seiten sind etwas rau. Sie gehen schnell an, das ist ein Vorteil auf jeden Fall, also ist super. Allerdings muss ich sagen, manchmal passiert es eben folgendermaßen, dass man, dass die Kohle leicht ausgeht. Also das passiert mir leider zu oft, also die geht nicht ganz aus, aber jetzt beispielsweise auch hier habe ich jetzt wieder eine ganze Ecke, die komplett schwarz ist, obwohl die vorne noch geglüht hat. Ne? Das finde ich wiederum schade, weil das sollte, wie gesagt, bei so einem, gerade bei der goldenen Reihe nicht passieren eben. Ne? Das finde ich echt schade, aber ansonsten von der Hitze her und alles ist es okay. Ich hatte schon Kohlen, die auf jeden Fall mehr Hitze abgegeben haben. Ja, es geht aber auf jeden Fall. Die sind nicht schlecht, absolut nicht. Aber ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, weil die Tokokocha gibt es ja auch noch in anderen Farben, in Gelb, etc. und alles. Und Gold steht ja schon für was sehr Gutes oder sehr Besonderes. Und da finde ich es halt schade, wenn dann doch ein paar Fehler aufkommen. Ja? So, ich nehme noch ein, zwei Zyklen und dann schauen wir mal uns den Adalia-Katapak an. So, also vom Rauchen her können wir schon gleich sagen, ist der Tabak Adalia typisch, wunderbar. Ihr kriegt die Dose mit 200 Gramm für 13,90 Euro. Adalia Dosen brauche ich nicht viel zu sagen, ich habe schon viele Adalia Sorten gezeigt. Die Dose ist robust, man hat keinen Ärger, die Verschraubung ist total gut, sage ich mal, also geht nicht einfach ab. Und ist auch schön bündig, also der Tabak bleibt auch frisch in der Dose. Kommen wir mal zum Geruch. Beim Geruch ist es gerade für die Leute, die jetzt den Tabak noch nicht aufgeraucht haben, ich muss ehrlich sagen, das ist nicht meine erste Dose, ist es sehr mentollastig, also es ist schon sehr, sehr erfrischend. Also wenn man dran riecht, sehr erfrischend auf jeden Fall, was ich aber nicht schlecht finde. Ich finde den Tabak ist praktisch, auch für den Sommer, sage ich mal, kann man wunderbar rauchen, weil er auch einen kühler Effekt hat, sage ich mal. Vom Geruch her kann man nicht mehr allzu viel deuten, vielleicht eine Honigmelone noch ein bisschen drin, aber durch diese mentollastige Geruch, sage ich mal, durch diese Mentholnote, kann man jetzt nicht mehr allzu viel sagen, dass es jetzt noch andere Sorten drin sind im Aromen. Ja. Das schmeckt man eher raus. Also beim Einatmen hat man eine schöne Frische, als ob man irgendwie Eiswürfel in der Bowl hätte oder so. Ist sehr praktisch auf jeden Fall. Zudem kommt dann eine leckere Honigmelone einfach heraus, sage ich mal. Aber schon dezent, nicht zu stark. Also ich muss ehrlich sagen, gerade für die Leute, die auch jetzt so denken, ich mag eigentlich gar nicht so Honigmelone. Ne? Also so Honigmelone und Minze oder normal Honigmelone oder so, ich weiß es nicht. Es ist nicht schlecht, aber ich mag es einfach nicht unbedingt. Ja? So, und hier ist auf jeden Fall eine Honigmelone drin, mit dieser Mentholart, sage ich mal, aber auch irgendwie Beeren. Also ich weiß nicht, was für Beeren, das ist schwer zu definieren. Ich würde tippen, so Brombeerenartig oder Heidelbeeren, irgendwie sowas. Oder was man auch sagen könnte, vielleicht eine leichte Kirsche ist auch drin. Der schmeckt so ähnlich, ihr kennt bestimmt von Teekanne diesen Kiss-Tabak. Also da ist so ein Knutschmund drauf, sag ich mal, so eine rote Verpackung. Und wenn ihr den riecht, so schmeckt der auch so ein bisschen. Aber natürlich ist da nicht diese Menthole und Honigmelone drin. Ne? Also sehr lecker auf jeden Fall. Also ich rauche ihn echt sehr gerne.
mir schmeckt einfach dieser ganze Tabak so gut. Also, weil er erfrischend ist, es ist fruchtig, es zergeht schön auf der Zunge, man hat einen leichten Nachgeschmack von dieser Honigmelone. Also ich sage ganz ehrlich, der Tabak ist so einer meiner Lieblingstabaksorten. Kann ich hier wirklich hundertprozentig dahinter stehen. Wie gesagt, es ist nicht meine erste Dose. Ich weiß nicht, der hat es mir irgendwie angetan, der Love 66. Den gibt es jetzt auch schon ein paar Monate auf dem Markt. Ich glaube Dezember oder November kam der irgendwie auf den Markt. Und seitdem ja, habe ich mir eigentlich fast jeden Monat eine Dose davon geholt. Was ich auch sehr ungewöhnlich für mich finde, weil normalerweise kann ich mal eine Dose von einem Tabak rauchen und dann nachbaue ich echt mal eine Pause, weil dann schmeckt der Tabak mir erstmal einfach nicht. Und hier habe ich echt immer wieder so ein, freue mich immer wieder auf den Tabak. Ja, auch eben der Alex sagt auch immer wieder, also mein Kameramann, der aktuell nicht da ist, der sagt auch immer wieder, wie kannst du den einfach rauchen, weil du hast schon so oft in den Tabak geraucht, dass dir der langsam nicht einfach, der müsste ja eigentlich ja nicht mehr schmecken. Ne? Aber gut, das ist auf jeden Fall Geschmackssache, sage ich ja immer wieder. Auch auf YouNow kommt es öfters vor, dass irgendwie Leute schreiben, ja, was rauchst du denn gerade? Und dann sage ich ja, Love 66 von Adalia. Und dann sagen sie, ah, mag ich nicht so und so. Das ist halt einfach Geschmackssache, ja. Ich wollte euch nur einen Einblick mal ein bisschen zeigen, wie der eben mir rüberkommt, wie er vom Geschmack ist, was man rausschmecken kann. Und wenn ihr eben diese ganzen Sorten mögt, die da in diesem Tabak drin sind, dann sollte er euch auch wahrscheinlich schmecken. Und das rauche ich nochmal ganz kurz. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Guten Rauch bis dahin und denkt daran, geht auf YouNow und schaut einfach mal rein, wenn ich online bin. Dort heißt es auch ganz normal Shisha TV, steht aber auch hier unten in der Beschreibung. Bis dann, Leute. Ciao.